Herzlich willkommen, moin moin Leute, weitere Runde Sons of the Forest hier bei mit unserem Haus am See zusammen mit Kevin, den wir gesagt haben, er soll mal ein bisschen Fisch reinholen und er, ja, ihr seht es, ne, er trägt selber so unterm Arm weg, als wäre es nichts. Und wir müssen jetzt mal gucken, es gibt doch auch diesen Bau, ja, also, dass man Fisch abhängen kann, ne, wir haben das Problem, beim letzten Mal haben wir hier ja Fisch ordentlich ins Feuer reingeworfen, aber ich glaube, der ist auch eine ganze Menge mit der Zeit halt nicht mehr gut gewesen. Wenn man das zum Trocknen aufhängt, dann hat man mehr davon. Da bin ich aber natürlich mit unserer Location von der ersten Hütte jetzt ein bisschen unglücklich, dass das hier Müll rumliegt. Ich kann den ja auch nicht wegkriegen. Das finde ich jetzt echt ein bisschen blöd von mir. Gut, wusste ich vorher nicht. Habe ich darauf geachtet. Ich meine, klar, den Bauschutt hier, den Hubschrauber und so weiter, das bleibt ja mal leider auch alles liegen. Das geht nicht weg. Aber gut, wird auch nur die erste Hütte. Also wir werden sie nicht viel weiter größer bauen, sondern ne, wir zünden dann dicht und dann haben wir eine Terrasse und da irgendwie noch ein Bett rein oder was zum Speichern. Und gut ist. An sich haben wir ja sonst aber auch unseren Safe Point klar hier vorne. Speichern wir das. So, da schmeißt er den ganzen Fisch hin. Und schon so viel, dass wir gar nicht mehr mitnehmen können. Dann brauchen wir noch schnell einen Stock. So, dann machen wir uns mal hier ein bisschen lecker. Blattzocks rein. Ja, in der heutigen Folge, sofern wir die Nacht überleben, die ja bald wieder kommt, wollen wir eigentlich mal ein bisschen noch mal ins Inventar reingucken. Thema Crafting, was er eben gesehen hat, den Zustand, Axt und so weiter und so fort. Müssen da ja auch ein bisschen aufpassen. Lassen wir lieber Kevin die Arbeit machen und wir machen nichts mehr, damit unser Equipment geschont wird, ne? Müssen wir gucken. Das. Irgendwelche komischen Pilze, was war das? Steine sammeln. Ja, wir sind müde. Wir sind angestrengt von dem Bauen der letzten Folgen. Leute, falls ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne noch die letzten Folgen ein von Sons of the Forest, wo wir anfangen, hier so ein kleines Haus zu bauen. Ich weiß noch nicht, wie wir hier jetzt schrägen, ne? Irgendwie so Dachschrägen draufkriegen, das abschließen können oder aber unsere erste Hütte vielleicht auch ein Flachdachbau wird. Weiß man ja nicht so genau. So, guck mal hier. Ja, also mit dem Kevin hier kann man auf jeden Fall so ein Trocknungsgeschirr für Fisch schnell rentieren. Aber der zweite Fisch war nicht so gut. Hat es ja schon länger in der Tasche gehabt. So, was trinken. Dann einfach schlafen, ne? Da bin ich irgendwie noch nicht so... Ach so, hey, ich weiß nicht, bin ich müde. So. Ja, die Lücken kriege ich auch nicht wieder gestopft, ne? Deswegen habe ich mir das jetzt anders überlegt. Ich möchte hier doch kein Fenster mehr haben. Zu spät. Wenn er diesen komischen Move macht hier, dann zeigt es, dass er das vorher erstmal so zack aufspaltet und dann geht das da rein. So. Nee, ach, wollte ich nicht. Zack, zack. Dann. Rühren wir das erstmal wieder ab.
Hier noch eine schöne Liege, ne? Also wer würde hier nicht wohnen wollen? Wenn man nicht wüsste, wer hier so noch so wohnt. Das kann ich. Diese Zaungeschichte, wollen wir uns mal kurz mal angucken. Denn, wie ich schon sagte, wir gucken heute... Oh, ich muss echt gleich drin schlafen. Zaun. Mal einfach so einen Stock nehmen, einen Boden hämmern, einen zweiten Stock irgendwie machen und dann irgendwie sowas machen. Immer. Habe ich noch nicht ganz wieder drauf, wie ich das immer wieder wegkriege nachher. So, sollen wir gucken. Hier gucken wir um die Ecke. Hier haben wir ein paar Stöcker. Ich nehme einen in die Hand und will mal gucken, ob ich den hier drauf ziehen darf. Das ist gut. Ein weißes Kaninchen. Das könnte ja tatsächlich dann so eine Art Zaun hier werden, ne? Wäre es jetzt nicht so der schöne Zaunbau, aber also vom Prinzip her wollte man ja mal wissen, wie es geht. Wie komme ich denn eigentlich in den Rucksack rein? So auf die Schnelle. Warte mal, ich habe hier nämlich einen Rucksack. Gegenstände hinzufügen mit der rechten Maustaste. Ja, da ist doch aber eigentlich die Axt, ne? Ich weiß nur nicht, wie ich den schnell equippen kann. Ich muss ja nicht jedes Mal ins Inventar eigentlich. Das ist toll gemacht, dass man so leicht wieder losrütteln kann. Das ist echt gut. Ein paar Pilze. Holt er eigentlich immer noch Fisch? Ich glaube, da liegt gleich ein riesiger Haufen Fisch. Das da unten macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich mag auch ein bisschen bezweifeln, dass das die Eingeborenen da so abhält. So, man kann sogar einen Käfig bauen oder was. Den rütteln wir auch mal wieder ab, aber ich kriege hier leider keinen hin. Da habe ich den wahrscheinlich ich erst von der Seite hier bauen sollen. Die Gegner kommen, ja, das hatten wir ja schon. Weiß auch noch nicht. Die Tür kann man eigentlich abschließen. Da habe ich noch keine Lösung für. Wie kann man die Gegner denn fernhalten? Also eigentlich nur durch Tricks, ne? Oder? Durch irgendwelche verschachtelten Geschichten. Nach dem Motto, hier jetzt so einen kleinen Sprung einbauen und dann ist das wirkliche sichere Haus ist dann da drüben überm Wasser. Aber das ist ein Bauprojekt, ja, da sind wir schon den ersten Monat leicht mit beschäftigt. Ja, guck mal, wie viel Fisch hier rumliegt. Das stinkt ja auch bald. Du. Hole Stämme und lasse fallen. Dann liegt das alles hier, ne? Gut, danke.
Die Palisaden, okay. Ja, aber mal schauen. So, warte mal. Bauen. Ich glaube, das war aber auf der anderen Seite, ne? Also irgendwo eine komische brennende Fackel. Verstärkte Strukturen. Zaun. Boden. Tür, Fenster. Fenster ist doch auch echt noch ein Hammer. Hier zumindest noch nichts, aber kann sein, dass man das erst kriegt mit der Zeit oder entdeckt. Weiß ich nicht. Ach, da unten läuft sie schon wieder so ein bisschen. Mit so minimales weißes Ding, das sieht hier schon gar nicht mehr so dunkel, ist das schon wieder. Ja, Verteidigungsmauer, ne? Die hier rumzuziehen. Seil zum Hochklettern. Seilbrücke. Feuerholz. Zelt. Na, dann sind wir beim Zelt, dann sind wir bei den Stöcken. Okay, aber ich würde sagen, wir legen uns erstmal versuchen zu schlafen, solange es geht. Haben wir so ein bisschen Fisch auf die Tasche. Schmeißen wir ein bisschen was ins Feuer, aber ein Fisch. Ich denke, dass Kevin sich auch was nimmt, wenn er Hunger hat, ne? Speichern vor der Nacht. Jo. Und dann versuchen wir zu schlafen. Schon wieder, wir haben echt Glück noch. Kann natürlich sein, dass am heutigen Ingame-Tag wieder Besuch kommt, ne? Nach der Nacht. Jetzt erstmal wieder mal gucken wollen, was hier los ist, aber wir haben noch eine Nacht überlebt. Also. Oh, der hat nicht mehr lange gekocht. Das Feuer ist irgendwie ausgegangen. Ich collecte wieder rohen Fisch. Und ich esse auch gerne rohen Fisch drin morgens. Aber wir sind eh satt. Also. Danach geht's uns eigentlich gut. Wieder ein bisschen Holz ran. Diesmal auch ein bisschen auf Entfernung, ne, dass wir uns das dann holen, damit wir uns hier nicht selbst das Leben schwer machen an unserer Hütte. Ja, ne, wie gesagt, hier muss noch dicht gemacht werden. Dann brauchen wir noch eine Tür. Dass jetzt wirklich was hilft, also ich weiß nicht. Bin ein bisschen skeptisch von dem letzten Stück. Vielleicht machen wir dann doch eher noch mal ein paar Bodenbohlen hier hin oder so. Also diese Wandbohlen hier hin auf zweier Höhe. Glaube ich auch ein ganz schicker Abschluss. Muss ja nicht so ein Stöckerzaun hier hin. Lass uns mal gucken. Dann wollen wir gleich aber, wie ich schon sagte, nochmal beim Crafting nachgucken. Und nicht vergessen. Ja, also das passt mir vom Zaun her schon ein bisschen besser, ne? Und wenn wir jetzt so solche kleinen Stampen nehmen. Muss man die erst platzieren? Guck mal, hier könnten wir sie hinsetzen. Das, man muss es halt echt, das ist hier alles Learning by Doing, ne? Nicht erwischt. Noch fliehen konnte. Und dann jagt hier, ne? Jagdfähigkeiten üben wir noch ein bisschen. Ja.
Nehmen wir unseren kleinen Stockwerk hier wieder weg, ne? Hol mir das Ding, was ich an die Ohren. Komm mal, Kevin, was ist los mit dir? So, nicht mehr zufrieden. Jetzt kann ich hier aber nichts mehr platzieren. Also tatsächlich, gefühlt müssen die zuerst sitzen, die kleinen Poller hier. Ist ja nicht schlimm. Man muss halt nur wissen, in welcher Reihenfolge. Nicht stimmt. Da habe ich gleich nichts mehr zum Werfen. Schlimm. Zack. Nicht. Ach, er trägt mir die hier wieder weg. Typ. Das reicht eine Blinse manchmal. Das ist ja unglaublich. Schnell verbauen, bevor er die auch wieder uns wegträgt. Mann doch. Fällt dir ein. Finster Wohle, Kevin. Ja, da muss er erstmal eine Stütze zwischen. Unten liegen ja auch noch welche, aber die unten sind zu klein, ne? Sind wiederum eine andere Größe. Da rennt er. War ja überall noch einen zweiten rauf und dann ist es glaube ich schon eine ganz gute Umrandung. So, und dann wollte ich eigentlich noch mal gucken. Baumenü. B für Bauen. Anwechseln. So, hier blättern wir mal durch. Ein Anbau. Der Beobachtungsturm. Baumplattform. Baumunterschlupf. Etwas Stöckern. Und ein Tape. 16 Stöcker und ein Tape. Und Stuhl. Möbel. Noch ein Stuhl. Eine Wandfackel. Das wäre für Licht gar nicht mal so verkehrt. Das ist aber Stoff und Stoff, glaube ich, haben wir noch nicht. Möbel. Stocklager, Steinlager. Ein Steinlager, ne? Da könnte man die Bekloppten auch mit bewerfen. Dann kann man nämlich hier praktisch. Könnte man sich so ein Steinlager hinsetzen. Ein paar Stöcke rauf und dann können schon Steine rein. Nicht schön, aber praktisch. Das war cool, ne? Aber was? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Fleisch. Ein Fleisch. Ein kleiner Stein. Ich weiß nicht, was ich mit diesem kleinen Stein soll. Hank, danke dir für den Support. Vielen Dank. Moin Moin. Wow. Er macht ja die Dinger nicht weg. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass sie das Prinzip aus dem alten The Forest übernommen haben. Ich weiß ja noch nicht. Dass man die Stuppen übrig lässt und dass Bäume wieder neu wachsen. Wenn man sie wegmacht, kommen hier nicht neu. Was soll man sagen? Ich brauche sie hier nicht neu in dieser Region. Ich möchte... Du schon wieder. Hallo. Du hast drei Beine und drei Arme. Geht's mir nicht so gut? Aber krafttechnisch geht's mir nicht ganz so gut, aber ansonsten... ist mir schon schlimmer. Vielleicht muss ich mal waschen und so, ne? Ja, da kann man ein Stück Fleisch drauflegen.
Zwischen Blattenbergs Nachtruhm. Und dann uns gleich mal. Ach, Essen brauchen wir gar nicht unbedingt. Ich glaube, die ganzen anderen Fische hast du hier gegessen, ne? Die dir gegessen vor allen Dingen. So in Sprachen. Ich kann mich mal Eichhörnchen. So, wieder sauber. Noch einen Schluck Wasser gleich. Dann auch nochmal ein Prost, die Leute, danke fürs Einschalten. Das Überlebenswille des Rehs ist stärker als die Axt. Ja, das wird auch so. So, also crafting-mäßig, wenn wir uns jetzt mal so einen Stock zur Hand nehmen, hier mal reintun, dann mal hier aufs Zahnrad gucken. Wir können einen handgefertigten Speer machen. Na, das können wir schon. Wir können einen Steinpfeil machen. Da brauchen wir kleine Steine, bei Hölzer und Dings. Das können wir auch, aber den kann ich noch nicht abfeuern. Wir brauchen einen Bogen. Dafür brauchen wir dringend ein Seil. Aber wie kann ich ein Seil machen? Muss ich einen ganzen Seil irgendwo finden, ne? Haben wir eine Handgranate? Zum Motto, okay. Wenn wir keinen Bock mehr haben, nehmen wir die Handgranate. Hier haben wir eine ganze Menge Federn. Moment, hier ist das. Achso, das sind die Blätter. Ein Lederbeutel. Plätzchen öffnen. So, dann kann man noch öffnen, was da drin. Klebeband, Energieriegel und ein Draht. Mit dem Draht kann ich noch nichts anfangen. Also wenn wir eine Feder reintun, wir können Steinpfeile machen. Wenn wir Klebeband reintun, wir können Speer machen, handgemachten Bogen. Hier, da brauchen wir Seil. Ein Seil kann ich so nicht machen, aber das müssen wir bestimmt finden. Nicht Rüstung, Zeitbombe. Ja, da kommen wir später zu. Und dann haben wir hier in unserem Inventar oben so Leuchtfackeln. Die kann man, glaube ich, ja, einfach ne, anschmeißen, irgendwie anzünden, vielleicht werfen. Aber hilft mir jetzt in diesem Moment nicht so richtig weiter. Ja, und so zwei Speere. Da sehen wir auch, wenn wir da drüber scrollen und kurz mal warten. Das grüne und rote und wie gut die sind aus. Aber wenn jemand kaputt ist, sieht sie kaputt aus. Beide muss man finden. Danke für die. Ein bisschen Sprengstoff, ein paar Batterien, das ist Handbuch, den Bauplänen. Aber er hat auch schon wieder ein bisschen was angeschafft, ne? Lass uns mal gleich, nachdem ich die jetzt hier einmal verbaut habe, also da kommt noch einer rauf, da kann noch einer rauf. Wir können noch ein paar Steine oben rauf. Und wenn da Gegner kommen, können wir die ein bisschen bewerfen. Den Stein auf den Kopf werfen, das ist auf jeden Fall eine Variante. Gern gesehen. So, denn, ja, hier kommt er eben im Bett hin. Ich wollte hier mal gucken, Baumenü. Wir haben doch eh gerade die Seite auf. Dann lass uns noch mal gucken, wegen Lagerung. Stammlager, Knochenlager. Knochenlager können wir noch bauen. Aber stört denn da ein bisschen? Das würde ich dann vielleicht hier in die Ecke machen. Oder es nicht so doll stört. So, zack, 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 zack. Dann können wir die Knochen da reinmachen. Ich glaube, ich habe aber die anderen sind auch schon mit weggespawnt mittlerweile. Ne? Aber dann haben wir das mal. So, bauen. Heute ist Bautag hier. Tag des Baus. Ein Trockengestell. 13 Stöcker. Guck mal, ich dachte, wenn wir uns das sowas noch hier hinpacken. Können wir ein bisschen drehen. Nee, da läuft doch schon wieder einer. Hier sind Ekligen. Mann. Dafür ist es schon wieder zu eng hier. Das hier irgendwo hinpacken. So mitten rein ist auch nicht so richtig nice, ne?
Wollte ich nicht. In den Händen. Oh. Das Pinnetrand, oder? Ich kann gar nicht so gut Steine werfen. Er läuft noch nicht so weit. Er bleibt da hin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt im Stream tatsächlich. Ich schaue hinten. Ich will die Speere nicht wegwerfen, obwohl die da bestimmt einen guten Wumms haben. Ich fühle mich hier oben auch schon ein bisschen sicherer, als wenn ich jetzt auf dem Boden stehen würde, muss ich sagen. Auch wenn wir wissen, dass er durchs Fenster reinkommt. Weil er auch nur einfach den Baum eben hochklettert. Deswegen sind auch die Baumbehausungen auch immer nur so halb sicher, ne? Hat das wehgetan? Also wenn er genauso ungefährlich ist wie sein anderer Kollege von gestern, dann habe ich da nicht so die Angst. Über mein Speer zurück. Unauffällig beseitigen. Das ist nicht gesehen. Oh mein Gott, eine Maske, Alter. Gut, Alter. Finish him. Ja. Du guckst aber, Kevin. Gut, dass du geholfen hast. Vielen Dank. Wieder zu zweit. Noch nicht zu dritt, zu vier, zu fünf, was auch immer. Wie viel Fische liegt. Das wäre ja auch wahrscheinlich ein Stück, wenn ich hier oben drüber machen würde, ne? Ich guck nur mal so. Hat ja auch so einen Zauncharakter, ne? Kannst du mir noch drüber gucken? Ich. Grad nicht. Was findet ihr schöner? Links oder rechts? Also, ne? Mitte oder das? Können wir uns auch noch in den nächsten Folgen überleben. Denn ich sehe, wir sind am Ende der Folge. Liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Kurze Pause wieder. Wir haben wieder ein paar Ewigen überlebt. Ja, die wir einmal kurz ein bisschen hier anfackeln müssen. Ich muss mal, glaube ich, mal so eine kleine Tour um den See machen. Und bestimmt noch die eine oder andere Kiste oder irgendwas zu entdecken. Ja, das machen wir auf jeden Fall auch noch heute Abend. Ein bisschen Zeit ist noch. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.